Als nächstes spricht Kollege May für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor Eingang meiner Ausführungen möchte ich zunächst der Kollegin Dr. Sommer auch von dieser Stelle, die ja die Initiative eingebracht hat, noch einmal herzlich zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte und die Aussprache über Große Anfragen dient ja dazu, sich einem Bereich mal etwas zu nähern, etwas genauer anzuschauen. Ich will auch anerkennen, dass die SPD-Fraktion hier sehr viele Detailfragen aufgeworfen hat, dass hier, was die Ausbildung der Arbeitslehrerinnen und Lehrer angeht, was das Studium angeht, was die Fortbildung angeht, sehr ins Detail gegangen worden ist. Aber trotzdem muss man natürlich an dieser Stelle daran erinnern, dass wir diese Debatte schon einmal geführt haben in den wesentlichen Punkten. Wir haben an dieser Stelle also, um mal mit Herrn Rudenfitsch, der ja immer Vergleiche aus Funk und Fernsehen zieht, eine Wiederholung. Und wie das dann bei Wiederholungen so ist, sind die dann nicht mehr so ganz interessant wie beim ersten Anschauen. Und von daher sind die wesentlichen Fragen, die heute die Debatte bestimmt zur Arbeitslehre, schon einmal hier besprochen worden, vor gar nicht so langer Zeit. Das war nämlich am 18. Mai 2016. Damals ging es um Berufsorientierung und Arbeitslehre. Und der Redner der SPD war nicht Frau Dr. Sommer, sondern der Kollege Degen. Aber die beiden zentralen Fragen, über die wir heute reden, sind damals schon ausgetauscht worden. Ich will Ihnen trotzdem, obwohl das jetzt eine Wiederholung ist, noch einmal versichern, auch für meine Fraktion, dass die Arbeitslehre für uns eine ganz wichtige Einrichtung ist, dass wir uns auch bewusst sind, dass das Fach Arbeitslehre sehr wichtig ist, einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von Handlungswissen, genauso wie die generelle Kenntnis über Abläufe in der Arbeitswelt zur Verfügung stellt, und dass das auch sehr wichtig ist für die Jugendlichen, dass sie dort Möglichkeiten zur Berufsorientierung bekommen. Nun war auch schon in 2016 im Mai die Frage, wenn wir Berufsorientierung an den Haupt- und Realschulen, an den Gesamtschulen im Fach Arbeitslehre haben, müsste das dann nicht auch an den Gymnasien eingerichtet werden? Und damals haben wir auch schon gemeinsam festgestellt, dass beim Bildungsgipfel, es wurde damals vom Kollegen Degen auch bestätigt, dass das ein Ergebnis des Bildungsgipfels ist, dass beim Bildungsgipfel festgestellt wurde, wir wollen die Berufs- und Studienorientierung an den Gymnasien einführen, ja, und aber da als Ankerfach Politik und Wirtschaft für nutzen. Das haben wir damals festgestellt. Wir haben uns damals darüber ausgetauscht, wie das konzeptionell verankert ist. Das ist jetzt auch in der Großen Anfrage noch einmal intensiv dargestellt worden. Sie können das, in der Vorlage noch einmal nachlesen, dass das konzeptionell und auch mit Ressourcen breit unterfüttert ist. Von daher glaube ich, nützt es nichts, immer wieder die gleiche Debatte über Anfragen aufzurufen, ob die Berufsorientierung jetzt an den Gymnasien so sein soll oder anders. Ich glaube, wenn Sie da etwas daran ändern wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dann stellen Sie doch einmal einen Antrag. Aber ich glaube, über die Diskussion von großen Anfragen werden wir an dieser Stelle nicht zusammenkommen. Und es ist auch so, dass die Frage schon gestellt wurde, insgesamt braucht es nicht ein Fach Arbeitslehre am Gymnasium wieder. Es ist in der Großen Anfrage auch darauf hingewiesen worden, ja, es ist so, dass wir von 1993 bis 2000 das Fach Arbeitslehre zwischenzeitlich einmal an den Gymnasien hatten. Mittlerweile ist die Stundentafel weiterentwickelt worden, und wir haben die Frage der Berufsorientierung, wie eben schon erörtert, jetzt bei Politik und Wirtschaft untergebracht. Wenn man jetzt sagt, es soll ein eigenständiges Fach Arbeitslehre geben, dann muss man aber auch sagen, entweder man nimmt ein anderes Fach, nimmt man Stunden weg, oder man sagt, dann müssen diese Stunden obendrauf kommen. Und auch an dieser Stelle der Appell an die SPD, wenn Sie der Überzeugung sind, man sollte das so machen, dann stellen Sie einen Antrag, dann können wir uns darüber unterhalten, können auch, glaube ich, in der geneigten Öffentlichkeit darüber debattieren. Soll es zusätzlich zu dem, was wir an Gymnasien jetzt an Stunden haben, zusätzlich Stunden für Arbeitslehre geben, ja oder nein? Das wäre, glaube ich, dann eine
bessere Debatte. Und da müssen wir sozusagen nicht die Verästelung des Studiums hier debattieren, weil darum geht es ja im Kern. Und von daher der nett gemeinte Hinweis, wenn Sie da etwas ändern wollen, stellen Sie einen Antrag. Und natürlich ist es auch so, dass die Arbeitslehre professionell ist. Wir sind sehr dafür, dass Arbeitslehre auch als Studienfach erhalten bleibt. Es ist gut, dass man das als eigenständige Studiengänge in Gießen und in Kassel verankert hat. Es ist gesagt worden, na ja, irgendwie, da ist das Angebot nicht ausreichend. Also in meiner Antwort auf die Große Anfrage steht, dass es da zuletzt eine gewisse Unterauslastung gab, weil wir ja gerade im Zuge vom Hochschulpakt 2020 der Kapazitäten aufgebaut haben. Von daher scheint mir das nicht so richtig zutreffend zu sein. Dann gibt es noch die Fragestellung fachfremder Unterricht. Das ist zu Recht aufgerufen worden, weil das erst einmal natürlich seltsam scheint. Natürlich erscheint das erst einmal irritierend, wenn man sieht, dass so viele Stunden im Fach Arbeitslehre fachfremd unterrichtet werden. Aber auch da gibt ja die Landesregierung Auskunft darüber, warum man sich dafür entscheidet, warum wir so viele Arbeitslehrer haben, die dann gar nicht so viel Arbeitslehre unterrichten, wie doch eigentlich Bedarf da wäre. Ich finde, da ist das eigentlich sehr gut einsehbar, dass man sagt, wegen des Klassenlehrerprinzips, weil der Klassenlehrer eine besondere Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern hat, macht er auch Arbeitslehre, weil da geht es auch darum, die Schülerinnen und Schüler beim Berufspraktikum zu begleiten. Von daher finde ich das nachvollziehbar. Und trotzdem bedeutet das ja nicht, dass das Facharbeitslehre oder dass diejenigen, die Arbeitslehre unterrichten, dass die keine Berechtigung hätten. Das ist ja nicht der Fall, weil natürlich da ein enger fachlicher Austausch stattfindet. Und von daher finde ich das, sage ich mal, keine besonders tragfähige Kritik, die Sie da machen. Und weil an dieser Stelle ja auch Kollegin Faulhaber darauf eingegangen ist, sie hätte gerne lieber keine Stundentafeln und dass man, sage ich mal, mehr fachübergreifend unterrichtet. Ich habe ein Schulpraktikum in Kassel an der Reformschule gemacht. Dort gibt es im Wesentlichen Projektunterricht. Natürlich ist das so, dass dann die Lehrerinnen und Lehrer sehr viele Projekte betreuen müssen, für die sie fachlich jetzt kein Studium haben, wo man dann eben den fachlichen Austausch mit anderen Lehrern machen muss. Das funktioniert hervorragend. Von daher glaube ich, sollten wir auch bei dem Fach Arbeitslehre unseren Lehrerinnen und Lehrern es zutrauen, dass sie sich dort eben in Zusammenarbeit mit denjenigen, die das grundständige Ausbildung bekommen haben, dass wir dort das Zutrauen haben, dass das ordentlich gemacht wird. Ich finde, das Argument der besonderen Beziehung des Klassenlehrers zu seinen Schülern ist ein gutes Argument. Von daher ist da auch die Frage, wollen Sie daran etwas ändern? Das ist die Frage. Wollen Sie etwas daran ändern, dann müssen Sie auch an dieser Stelle einen Antrag schreiben, müssen sagen, wir wollen nicht mehr, dass Arbeitslehre vom Klassenlehrer unterrichtet wird. Dann können wir darüber beraten. Aber so zu tun, als ob das jetzt ein mutwillig erzeugter Mangel wäre, finde ich angesichts der umfangreichen Beantwortung nicht zutreffend. Kommen wir zum Schluss. Auch für uns hat das Fach Arbeitslehre weiterhin eine sehr wichtige Bedeutung. Wir sind sehr dafür, dass unsere Ausbildung an den Universitäten beibehalten wird. Wir haben dort eine leichte Steigerung der Kapazität vorgenommen. Das ist gut so. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir über grundständige Veränderungen im Bereich Arbeitslehre tatsächlich debattieren wollen, wenn Sie das Anliegen haben, dass wir dort zusätzliche Stunden in der Stundentafel Gymnasium verankern wollen, wenn Sie das Anliegen haben, dass das nicht mehr fachfremd, also vom Klassenleiter unterrichtet werden, dann sollten Sie an dieser Stelle einen Antrag stellen, weil ich glaube, nach zwei großen Anfragen ist der Informationsbedarf hinreichend gedeckt. Von daher freue ich mich auf die weiteren Debatten. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege May, ich habe leider zu spät angefangen, eine Strichliste zu machen. Aber es war schon bemerkenswert. Ich bin bei 5 Strichen gelandet. Das waren bestimmt nicht alle, wie oft Sie die SPD aufgefordert haben, Anträge zu stellen. Offensichtlich ist das die neue Masche. Wir haben das ja bei anderen Beiträgen in den letzten Tagen auch schon gehört. Opposition, ihr müsst hier die Arbeit machen. Wir können es nicht. Nehmen wir zur Kenntnis. Aber
Aber ist ja nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt das, was man erwartet. Aber mal zurück zu der Großen Anfrage. Die Antwort der Landesregierung zeigt, dass sich zwei zentrale Themen aus der Anfrage ergeben. So entsteht einerseits, steht einerseits die Situation des Fachs Arbeitslehre im Mittelpunkt, die damit im Zusammenhang benötigten Lehrkräfte, und andererseits die Frage nach einer optimalen Berufs- und Studienorientierung. Beide Fragen sind absolut nicht neu, aber sie haben auch nichts an Aktualität eingebüßt. Bezogen auf das Fach Arbeitslehre werden detailliert die Ausbildungsinhalte und die Organisation dargestellt. Die beiden beteiligten hessischen Hochschulen, die Universität in Kassel und die Justus-Liebig-Universität in Gießen, haben ihre Konzepte vorgelegt, die die Verbindung von theoretischem Wissen mit praktischen Erfahrungen herstellen sollen. Das ist gerade mit Blick auf die Zielrichtung des Faches natürlich unerlässlich und wird auch von uns ausdrücklich unterstützt. Bezüglich des Bedarfs an Ausbildungskapazitäten und Studierendenzahlen äußert sich die Landesregierung ziemlich zurückhaltend. Das heißt dort, der Bedarf an Arbeitslehre, Lehrkräften in den Schulen ist grundsätzlich abdeckbar. Notwendige Studierendenzahlen zu prognostizieren, kann nur spekulativ sein, auch bezüglich der Fluktuation an den Hochschulen innerhalb der Fachbereiche. Da ist nichts Falsches dran. Das ist sicherlich zutreffend. Damit in direktem Zusammenhang steht die Aussage der Landesregierung in der Vorbemerkung, wo es heißt, statistisch gesehen stehen genügend in Arbeitslehre ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung. Sie unterrichten vielfach mit höheren Anteilen in ihren Zweitfächern. Begründet wird diese Entwicklung auch damit, dass die Berufsorientierung auch fachfremd in Abstimmung mit dem Fachbereich unterrichtet wird. Herr Minister, ich würde mir wünschen, an dieser Stelle das etwas zielgerichtet mit Blick auf absehbare Bedarfe in der Lehrerversorgung. Wir haben das in anderen Zusammenhängen bei Mangelfächern ja auch gehabt, dass zielgerichteter geworben würde und beraten würde in die Richtung, was ist denn zur Vermeidung eines ja oft zitierten Schweinezyklus, zu welchem Zeitpunkt wohl sinnvoll und ratsam an der Wahl von Studiengängen, von Ausbildungsgängen. In der Frage 19 haben Sie noch einmal explizit einige der zentralen Themen wie demografischen Wandel, Arbeit 4.0, Digitalisierung, Entgrenzung von Arbeit aufgegriffen. Aber auch hier duckt sich die Landesregierung im weiten Umfang weg und verweist darauf, dass, zitiere, die vorgenannten Aspekte allerdings stärker dem Fachpolitik und Wirtschaft zuzurechnen seien. Für mich stellt sich hier schon die Frage, welchen Stellenwert das Fach Arbeitslehre doch noch zugestanden wird, wenn man sagt, die Inhalte wollen wir verschieben in den Bereich Politik und Wirtschaft. Und hier scheint man es ja für selbstverständlich zu nehmen, dass zentrale Themen in das Fach Politik und Wirtschaft verlagert werden. Was hat das für einen Preis, meine Damen und Herren? Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Dazu passt es auch, dass dem Bekenntnis der Landesregierung zum Fach Arbeitslehre der Verweis auf § 5 Absatz 2 des Schulgesetzes und auf die Große Anfrage Drucksache 19/3194 zum Thema Berufsorientierung und Arbeitslehre zugrunde liegt. Das, Herr Minister, ist aus meiner Sicht eindeutig zu wenig angesichts der Herausforderungen. Das zweite zentrale Thema der Anfrage und natürlich auch der Antwort ist die Berufs- und Studienorientierung insgesamt. Da sind wir uns einig mittlerweile. Die ist unerlässlich in allen Bildungsgängen und auch in allen Schulformen. Das war teilweise ein etwas mühsamer Diskussionsprozess, aber ich glaube, die Erkenntnis hat sich allgemein durchgesetzt. Da gibt es einerseits die Ankerfächer, die dies in besonderem Maße aufnehmen, aber es gibt hier auch fächerübergreifende interdisziplinäre Ansätze, die Kompetenzen und Inhalte vermitteln können. Es gibt also in diesem Zusammenhang kein Entweder-Oder, sondern das Zusammenspiel ist von zentraler Bedeutung. Und das will ich an dieser Stelle noch einmal hervorheben, weil wir das an anderer Stelle ausführlich diskutiert haben. Von zentraler und wichtiger Bedeutung ist hier auch die Zusammenarbeit, die Einbeziehung außerschulischer Partner, die Ermöglichung von praktischen Erfahrungen für Lehrer und Schüler. Wir haben in den vergangenen Jahren hier vielfach um dieses Thema gerungen. Es wird uns auch weiterhin beschäftigen, da ich den Eindruck habe, dass hier das Kultusministerium teilweise auch gebremst aus einzelnen Fraktionen
nur im Schneckentempo vorwärts geht. Ich erinnere an die Diskussion, die wir hatten zur Frage der Zulässigkeit von Sponsoring in den Schulen zur Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ich sage sehr deutlich, nach unserer Auffassung gehört die Zusammenarbeit insbesondere auch mit Unternehmen in die Schulen, gerade im Bereich Berufsorientierung, gerade im Bereich Arbeitslehre. Das muss sein, wenn wir uns nicht in der Schule völlig von der Realität entfernen wollen. Der Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen ist zwar auf den Weg gebracht, die Anerkennung, die Auseinandersetzung mit Modellen wie z.B. dem Limburger Modell hat sich jedoch ziemlich in die Länge gezogen. Das muss ich auch einmal festhalten. Unser erster Hinweis an die Landesregierung erfolgte bereits im Jahr 2014 durch unsere Kleine Anfrage 1123 aus der 19. Wahlperiode zum Thema Fortführung des Limburger Modells zur Berufsorientierung. Das war 2014. Die Landesregierung hat bis zum März 2017 gebraucht, um sich erst einmal vor Ort von der Arbeit zu überzeugen und dann anzuerkennen, was wir Ihnen vorher schon gesagt hatten, dass das Limburger Modell als Vorbild für die Berufsvorbereitung zu bezeichnen ist. So heißt es in Ihrer Pressemeldung vom 9. März 2017. Ich nehme das erfreut zur Kenntnis, wünsche mir aber, dass dieser Erkenntnis dann auch entsprechende Taten folgen. Meine Damen und Herren, auch die hessischen Unternehmen setzen auf Berufs- und Studienorientierung. Die wissen auch, warum. Weil wir das in der Tat brauchen und sie nahe an den Problemen dran sind. Ich nenne nur das Thema Studienabbrecherquote usw. So weiter. So wurde vor wenigen Wochen auch die Tagungsdokumentation Zukunftsforum BSO Hessen vom 23. Juni 2017 von der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern veröffentlicht. An dieser Tagung haben einige Landtagsabgeordnete, auch ich und auch der Kultusminister Prof. Latz, teilgenommen. Das Ganze ist für Leute, die sich für das Thema BSO, Berufs- und Studienorientierung, interessieren, lesenswert von allen, die dort beigetragen haben. Was ich besonders bemerkenswert finde, sind allerdings auch die Umfrageergebnisse, die dort wiedergegeben sind. Da sind nämlich einmal Betroffene gefragt worden. 70%, das ist eines der Ergebnisse, sehen es als besonders wichtig an, 70% der betroffenen Schülerinnen und Schüler, dass die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, Interessen festgestellt und abgeglichen werden mit dem, was auf dem Berufs- und Studienangebot in dem Bereich des Berufs- und Studienangebots machbar ist. 58% halten den Einblick in die Praxis in unterschiedlichen Berufen für besonders wichtig. Und entsprechend wird als bedeutendster Beitrag in der Berufs- und Studienorientierung von 82%, das sind 4 von 5, ein ganz besonderer Stellenwert bei den Schülerpraktika gesehen. Da gibt es erheblichen Reformbedarf bei der Ausgestaltung der Schülerpraktika und bei deren Vor- und Nachbereitung im Unterricht. Daran wird weiter zu arbeiten sein. Ich hoffe, dass das auch die Landesregierung so tun wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Ergebnisse, die ich geschildert habe, spiegeln sich auch in den Diskussionen der letzten Jahre wider. Sie zeigen, dass weiterhin Handlungsbedarf in diesem Bereich besteht. Das Statement des Kultusministers in der Dokumentation hierzu darf ich zitieren. Wir versuchen, die Berufs- und Studienorientierung natürlich möglichst flächendeckend anzubieten, ganz mit meiner Unterstützung, insbesondere auch in der Sekundarstufe 2. Hier gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungsbedarf, allein aufgrund der Digitalisierung wird die Berufs- und Studienorientierung in 5 oder 10 Jahren ganz anders aussehen als heute. Ich kann noch nicht genau sagen, bin aber ziemlich überzeugt, dass es so sein wird. Da bin ich völlig bei Ihnen, habe die gleiche Überzeugung. Ich entnehme dem, dass die Erkenntnis bereits gereift ist. Allerdings, und das sage ich nicht ohne Grund, der Erkenntnis müssen dann auch Taten folgen. Und wenn ich sehe, wie das im Bereich der Digitalisierung läuft, dann fürchte ich, dass der gleiche Reflex passiert, nämlich erst einmal erkennen, dann überlegen, na ja, lösen können wir das nicht so schnell, erst einmal aussitzen und wegducken. So machen Sie es ja auch beim Thema Digitalisierung. Da ist es nicht mehr 5 vor 12, sondern längst 5 nach 12. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der in unserem Schulgesetz verankerte Bildungs- und Erziehungsauftrag, von dem heute Morgen ja schon in anderem Kontext die Rede war, beinhaltet auch die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft und damit auch auf die erfolgreiche und zufriedenstellende Ausübung eines individuell passenden Berufes. Deshalb
betrachten wir es als eine prioritäre Aufgabe, alle Schülerinnen und Schüler durch abgestimmte und qualifizierte Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung so auf die Berufswelt vorzubereiten, dass sie am Ende ihrer Schullaufbahn eine fachgerechte und individuell passende Berufswahlentscheidung treffen können, die ihre eigenen Interessen und Kompetenzen berücksichtigt und die sie typischerweise dann in eine duale Ausbildung oder in ein Studium führt. Das habe ich erfreut festgestellt, Frau Abg. Dr. Sommer, sind wir uns völlig einig. Ich bin auch dankbar, dass Sie deswegen diese Große Anfrage, die Beschäftigung mit dem Fach Arbeitslehre, ausdrücklich in diesem übergreifenden Kontext der Berufs- und Studienorientierung gestellt haben. Denn das ist in der Tat der entscheidende Orientierungspunkt, dass wir bei einem Fach wie Arbeitslehre schauen, auch, wie fügt sich das in den Gesamtkontext der Berufs- und Studienorientierung ein. Das haben ja auch die anderen Redner zum Ausdruck gebracht. Wo wir uns nicht einig sind, aber das ist in der Debatte auch schon hinreichend zum Ausdruck gekommen, ist die Frage, kann das sozusagen nur oder muss das in allererster Linie über das Fach Arbeitslehre geschehen, vor allem im Verhältnis zu dem Fach Politik und Wirtschaft, insbesondere natürlich mit Blick auf die gymnasiale Schulform. Ja, da haben wir ein anderes Konzept. Das sagt, da kann man auch, worum es da geht, Verständnis für wirtschaftliche Abläufe, Verbraucher- und Finanzbildung, technische Entwicklungen und Anwendungen, das kann man auch in diesem Fach Politik und Wirtschaft behandeln. Und deswegen ist auch Politik und Wirtschaft genauso wie Arbeitslehre und in den unterschiedlichen Bildungsgängen eben auch mit unterschiedlicher Rollenverteilung ein Ankerfach, auch und gerade für die Berufs- und Studienorientierung. Darüber kann man diskutieren. Das kann man auch ändern wollen. Aber ich muss auch noch einmal das bestätigen, was hier schon mehrfach gesagt worden ist. Also zum einen, die Stundentafel ist schon heute nicht starr, Frau Abg. Faulhaber. Wir haben Kontingentstundentafeln über Jahrgänge hinweg. Wir haben Aufgabenfelder über Fächer hinweg. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Aber mit aller Flexibilität, Sie entkommen der Grundfrage nicht. Die Grundfrage ist immer die, wir haben einfach ein bestimmtes Maß an Unterricht, das in bestimmten Fächern schon heute erteilt wird. Und Sie können, wenn Sie sagen, Arbeitslehre muss stärker werden, können Sie nur zwei Wege gehen. Entweder Sie erhöhen dieses Gesamtmaß des Unterrichts oder Sie nehmen irgendwo anderes etwas raus. Es führt einfach kein Weg daran vorbei, egal wie man das sonst irgendwie besprechen will. Eine dieser beiden Wege müssen Sie gehen. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Degen? Ja, bitte. Herr Kultusminister, können Sie mir sagen, was mit den Stunden Arbeitslehre passiert ist, die in den 90er Jahren im gymnasialen Bildungsgang verankert waren? Was ist daraus denn geworden? Die gab es ja. Also, Herr Abgeordneter Degen, ich bitte um Verständnis. Da müsste ich jetzt mal die Kontingente oder die Stundentafel, die es damals gab, 1999. Habe ich mir noch nicht angeschaut, mit den heutigen Stundentafeln nebeneinander legen. Das ist jetzt von diesem Pult aus hier nicht möglich. Aber wir können diese Diskussion gerne an anderer Stelle weiter vertiefen. Ich glaube aber, wenn ich mir die Diskussion der letzten Jahre, die ich mitverfolgt habe, so anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass das dazu geführt hat, dass das Maß des Unterrichts an den Gymnasien insgesamt weniger geworden wäre. Jedenfalls auch die Reaktionen, die aus den gymnasialen Schulformen kommen, deutet eher darauf hin, dass wir das Gefühl haben, also wir sind eigentlich mit den Stunden am Anschlag dessen, was auch für die Schülerinnen und Schüler gut verkraftbar und zumutbar ist. Das hat uns ja allein die G8, G9-Debatte gezeigt. Also deswegen diese Stunden, es gab in den 90er Jahren mit Sicherheit nicht mehr Unterricht an den Gymnasien, und von der tatsächlichen Unterrichtsversorgung will ich jetzt gar nicht wieder anfangen zu reden. Was ich aber Ihnen, Frau Dr. Sommer, noch versichern kann, ist in dem Moment, was passiert, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Stunden und die Schülerinnen und Schüler sollen einfach mehr Unterricht kriegen, das können Sie sich selber ausmalen. Aber was passiert, wenn Sie sagen, wir nehmen dafür ein anderes Fach raus? Da wird Sie natürlich der Verband der Arbeitslehre wird Sie feiern, aber am nächsten Tag haben Sie die Protestresolution des anderen Fachverbandes auf dem Tisch. Das ist einfach so. Also das können wir uns an dieser Stelle auch nicht zum Maßstab nehmen. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns lieber darüber reden, was für eine Rolle das Fach Arbeitslehre in der Zukunft einnehmen kann. Gerade angesichts der Tatsache, dass sich die Berufs- und Arbeitswelt in den letzten 40 Jahren mit zunehmender Geschwindigkeit weiterentwickelt hat und auch in manchen Bereichen völlig verändert hat, und dass ja auch absehbar ist, dass das im Zweifel so rasant weitergehen wird. Dafür brauchen wir, und jetzt sage ich ausdrücklich eben beide Fächer, Arbeitslehre und Politik und Wirtschaft als Ankerfächer der Berufs- und Studienorientierung.
Aber die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungsprozesse sind viel zu weitreichend und zu komplex, als dass man sie in diesen beiden Fächern abbilden könnte. Deswegen haben wir z.B., weil Herr Greilich das Stichwort der Digitalisierung genannt hat, in der Strategie, die wir in der Kultusministerkonferenz verabschiedet haben, Bildung in der digitalen Welt, auch schon eine Strategie für digitale Bildung, wie sie in der Grundschule bereits beginnen kann. Und eine individuell ausgerichtete und zeitgemäße Berufs- und Studienorientierung lässt sich nur in fächerübergreifender Weise vollumfänglich umsetzen. Deshalb ist auch sowohl unser Erlass als auch wird die kommende Verordnung zur Berufs- und Studienorientierung so ausgestaltet sein, mit einem Curriculum auch zur Vermittlung überfachlicher Kompetenzen, mit der Einbeziehung der Berufsberatung und ausdrücklich auch, das will ich bestätigen, außerschulischer Partner, damit sind wir völlig konform, dass ohne das geht Berufs- und Studienorientierung gar nicht, mit einem professionellen Bewerbungstraining und vielem anderen mehr. Und natürlich, meine Damen und Herren, brauchen wir dafür qualifizierte Lehrkräfte. Gerade auch, nicht nur, aber gerade auch für das Fach Arbeitslehre. Aber dafür haben wir ja auch zwei ausbildende Universitäten in Gießen und Kassel. Und wenn wir uns einmal in der Bundesrepublik Deutschland umschauen, dann sehen wir, dass außer bei uns überhaupt nur noch in vier anderen Bundesländern, nämlich in Bayern, Berlin, Brandenburg und Hamburg, Arbeitslehre studiert werden kann. Wenn wir es im Zusammenhang mit Wirtschaft und Technik sehen, dann können wir noch Mecklenburg-Vorpommern und Bremen dazunehmen. Also, da sind wir in Deutschland ganz vorne dabei. Und die Zahl der Studienanfänger, das ist schon erwähnt worden, lässt ja auch darauf schließen, dass dieses Studienfach nach wie vor attraktiv ist. Deswegen haben wir auch kein Nachwuchsproblem. Und bei allen Vorbehalten natürlich gegenüber Lehrerbedarfsprognosen, das haben wir in den vergangenen Jahren hinreichend erlebt, aber hier ist wirklich nicht absehbar, dass wir ein Nachwuchsproblem bekommen werden. Und wir haben ja auch schon heute absolut hinreichend Lehrkräfte mit der Fakultas Arbeitslehre zur Verfügung, um alle Stunden abdecken zu können. Wenn deswegen Arbeitslehre trotzdem zu einem beträchtlichen Teil fachfremd unterrichtet wird, aber das haben Sie, Frau Dr. Sommer, ja selber schon gesagt, dann liegt das daran, weil die Berufs- und Studienorientierung auf die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fokussiert und deshalb natürlich oft der Klassenleitung zugeordnet ist, in Abstimmung mit dem Fachbereich, und weil viele Klassenlehrerinnen und Lehrer sich auch wünschen, ihre Schülerinnen und Schüler im Fach Arbeitslehre zu unterrichten, gerade mit Blick auf die Berufs- und Studienorientierung, gerade mit Blick auf die Vor- und Nachbereitung und die Betreuung der Betriebspraktika. Da brauchen Sie auch das entsprechende Vertrauensverhältnis, und das besteht nun einmal vorrangig zur Klassenleitung und ist für die individuelle Begleitung im Berufsorientierungsprozess von erheblichem Vorteil. Wenn Sie das infrage stellen wollen, dann müssten Sie konsequenterweise sagen, also, dass überhaupt nur noch Arbeitslehre Lehrer mit einer Klassenleitung beauftragt werden dürften, jedenfalls in den entscheidenden Jahrgangsstufen. Und das kann doch auch nicht die Lösung sein. Wir brauchen diese Lehrkräfte mit ihrer speziellen Expertise, aber auch umgekehrt, auch und gerade in den anderen Fächern. Weil nämlich, und ich will es noch einmal wiederholen, Berufs- und Studienorientierung und auch die Vermittlung von Alltagskompetenzen eine Querschnittsaufgabe sind für alle Fächer und dort mitbehandelt werden müssen. Wenn Sie alleine daran denken, dass wir nur im berufsbildenden Bereich mittlerweile über 1000 Curricula für unterschiedliche Berufsbilder haben, wenn Sie daran denken, dass wir im Studienbereich 19.000 Studiengänge nach der letzten Zählung haben, der Hochschulrektorenkonferenz, dann ist schon völlig klar, das kann eine einzelne Lehrkraft, das kann auch ein einzelnes Fach überhaupt nicht abbilden. Da kann es nur um Orientierung gehen. Deswegen brauchen wir auch die Partner. Und das Entscheidende ist, dass wir den jungen Menschen helfen, ihre eigenen Talente, ihre Neigungen, ihre Wünsche, ihre Fähigkeiten zu entdecken und sie dann auf einen Weg zu bringen, wo sie dann die entsprechenden Recherchen anstellen können, was das für sie auch in der Berufs- und Studienorientierung bedeutet. Und deswegen achten wir auf die Sicherstellung der grundlegenden Bedingungen für eine gelingende Berufs- und Studienorientierung mit unserer OLOF-Strategie, mit den mittlerweile zwei Ansprechpersonen, eine spezifisch für den gymnasialen Bildungsgang, an jedem staatlichen Schulamt, die sich um Berufs- und Studienorientierung kümmern, mit der Koordinationslehrkraft, die an jeder Schule für Berufs- und Studienorientierung jetzt eingerichtet wird. Und als nebenbei bemerkt, dafür schaffen wir auch 50 Stellen, die wirklich auch nur explizit für die Berufs- und Studienorientierung gewidmet sind, das auch zum Thema Entlastung der Lehrkräfte an dieser Stelle, mit dem Berufswahlpass, mit dem Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, das alles fügt sich zu einem Gesamtkonzept.
Das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Wir haben ein Gesamtkonzept der Berufs- und Studienorientierung. Wir werden das jetzt in der kommenden Verordnung noch einmal sozusagen rund machen und in eine Form gießen. In dieses Gesamtkonzept gehört die Arbeitslehre ganz zentral als Ankerfach. Aber da gehören eben auch noch ganz viele andere Aspekte mit hinein. Letzten Endes ist die dahinterstehende Philosophie entscheidend. Die hat schon vor über 400 Jahren Galileo Galilei formuliert, nämlich man kann einem Menschen letztlich nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Im Bereich der Berufs- und Studienorientierung gilt das mit Sicherheit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Große Anfrage, Tagesordnungspunkt 22, besprochen.